Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Charlie von Yusha. Und ja, so wie ihr wisst, ne? Meint jetzt, das ist schon Folge, was weiß ich. Ich benenne meine Folgen nicht. Aber gut. Wir haben gerade herausgefunden, oder in der letzten Folge herausgefunden, wie ich das hier machen muss. Und dann machen wir das jetzt mal einfach. Nein! Oder auch nicht. Ich meine, ich war zwar nah dran, aber ganz so hat das dann nicht funktioniert. Ja, einen Timer habe ich jetzt angestellt. Dann habe ich halt eine Folge extra, was gut ist, weil dann komme ich doch eine Woche aus und dann kann ich das täglich hochladen auch hinbekommen. Was ich so in letzter Zeit nicht hinbekommen habe, das tut mir auch leid, aber das hat alles irgendwie nicht funktioniert, so mit Arbeit und Job und Leben. Aber von jetzt an versuche ich mich zu bessern. So wie Juli. Juli kriegt das viel besser hin. Aber Juli ist ja auch ein Cheater. Wie bitte? Das hat sie gehört. Wieso bin ich ein Cheater? Weil du es schaffst, regelmäßig hochzuladen. Also Hauptsache, das hörst du, ja? Ich hab das nicht verstanden. Juli ist ein Cheater. Ja, guck, wusste's. Kleine Girl da im Hintergrund, weißt du, hört man noch ein Piep, bitte? Was hast du gesagt? Ich kann nicht hören! Ja, kann ich auch. Ja. Sonst so. Genau, das war falsch. Kennt ihr das, wenn ihr eine Stelle 100 Mal macht, dass ihr schon ganz einfach automatisch da hochspringt und gar nicht mehr überlegt, was ihr macht? Ja, nicht? Dann spielt ihr Hilumbra. Da lernt ihr es kennen. Ja. Wir können euch das ermöglichen. Ich könnte es euch ermöglichen, ja. Läuft da hinten. Das sollte ich vielleicht jetzt nicht im Let's Play sagen. Wir müssen gleich nochmal reden, Bitch. Nein. Oh Mann, oh Mama, ich will nach Hause. Dreh dich um, denn du bist so dumm. Das hat sich gereimt. Wie war das nochmal mit dem, wenn da jemand im Kreis ist und irgendjemand läuft da hinten rum? Mir fällt das Lied nicht mehr an. Wie ging das denn noch? Das Kinderlied. Irgendwann dreh dich nicht um. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den. Da, 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 da. Oh, wie ging das nochmal? Ups. Jetzt fällt mir das nicht ein. Leute, das ist ein Kinderlied. Das muss man kennen. Wieso kennt ihr das nicht? Nein, mir fällt das jetzt echt nicht ein. Dreh dich nicht. Wer dich umdreht oder lacht, kriegt den Buckel voll gemacht. Irgendwie sowas. Und jetzt einmal bitte, wie es vernünftig geht. Oh, das ist doch bestimmt, geht das ganz anders und viel leichter, aber ich will das mit Grün machen, weil Grün ist viel cooler und so, ne? Weil ich kann auch mal versuchen, einfach mit Eis rüber zu springen. Das haben bestimmt schon 10 von euch geschrieben. So, mach doch Eis! Ja, guck, funktioniert nicht. Dankeschön. Also seid ihr keine Hilfe gewesen. Nein, Quatsch. Ich meine, ist ja nicht so, als könnte ich euch hören. Ja, mein Fehler. Ja, einmal wollte ich es noch probieren. Okay, auch nicht. Ich wollte es doch nicht probieren. Läuft bei dir. Dun, 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 dun. So, jetzt aber. Dieses Mal. Soweit, so gut. Da hatte ich jetzt auch noch keine Probleme. Da habe ich so derbe Probleme. Oh, und so schwer war es gar nicht. Und ein Speicherpunkt. Und ich bin immer noch nicht durch. Was will ich mehr in meinem Leben? So, der muss weg. Den kann ich eigentlich auch wegmachen. Glaube ich. Oder nicht?
Okay, den kann ich nicht wegmachen, aber den da hinten doch. Ach, den kann ich nicht wegmachen. Also der muss weg, eindeutig. Gut, weg mit ihm und Eis dahin. So, also den zweiten weghauen, dann ein bisschen Eis hinhauen, dann warten, bis die Stachel weg sind und dann einfach mal loschen. Nein, mal schauen, ob es so funktioniert. Nein. Und nun? Meine bessere Idee hatte ich nicht. Vielleicht mache ich da auch einfach gar kein Eis hin. Funktioniert auch nicht. Also muss da ja. Das muss weg. Das frisst mich ja. Das ist voll unlogisch. Das war so dämlich. Ich gar nicht mehr weiß, was ich dazu... Ich kann ja auch mal springen. Ich kann hier... Könnte ja auch mal versuchen zu springen. Und nicht einfach drüber zu gleiten. Ich meine, mehr als sterben kann man ja nicht passieren. Fällt mir so ein. Okay, das war es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich die einfach nur halbtot machen oder so? Und wenn ich mich damit Matsch ranmache, das bringt mir irgendwie einen Scheiß, weil wenn ich überhaupt so weit kommen würde. Jetzt müsste ich was da unten schild, Mann. Hey, so schwer kann das doch gar nicht sein. Oh, falscher Knopf. Oh, falscher Knopf. Ah, egal. Läuft bei euch. Was? Lachst du da hinten im Hintergrund, Bitch? Das ist so eine gehässige Lache, weißt du? Niemand will deine Lache hören. Ich höre auch niemand außer du. Noch viel schlimmer. Ich will deine Lache auch nicht hören. Oh. Nein, Quatsch. Das ist doch scheiße. Bestimmt ist die Lösung voll einfach. Und ich schäle hier als kleines dummes Kind und komme da nicht drauf. Kleine abgefuckten Mistviecher. Wieso? Wieso wollte ich mit dem Void-Modus spielen? Wieso habe ich gesagt, ich mache einfach noch ein Ding? Achso, weil ich das mit den Hüpfen nicht... Da kommen ja Stacheln, das habe ich vergessen. So Leute, irgendeine Idee bringt mir auch nichts. Bis ich die Folge hochgeladen habe, ist schon wieder ganze 3 Tage rum, Mann. Ach ja, stimmt, springen darf ich gar nicht. Versuchen wir mal was anderes. Ich meine, muss ich ja. Kann ich nicht immer nur dasselbe machen. Klingt zwar interessant, aber ups. Wenn das keine gute Idee war, weiß ich auch nicht. Ups. Wieso? Ja, ich weiß, dass das auch nicht die richtige ist. Die ist nur und mir fällt aber nichts anderes ein. Und ist ja nicht so, als würde mir irgendjemand die richtige Lösung sagen. Oh. Ah, vielleicht. Oh, das meine ich nicht mit vielleicht, ne? Auch nicht, weil wenn das wirklich klappt, dann ist es nur Glück und so war es hundertprozentig nicht gedacht. Wette ich eigentlich fast alles. Ja. Aber es hat auch gar nicht geklappt. Ja, euer Ernst?
Schade. Ach Quatsch, was springe ich denn? Das ist doch voll unlogisch. Nee, ich muss dieses Level muss ich jetzt durchspielen. Da sind so viele Sachen bei, die will ich nie wieder machen. Ups. Das bringt mir auch nichts. Man springt mir bei diesem Viech auch nichts. Krieg ich das nicht irgendwie reingeschoben oder so? Ja, das war dämlich, aber das lag daran, dass ich falsch gedrückt habe. Ich weiß, dass das nicht so die schlauste Dings war. Das braucht ihr mir nicht sagen. Es reicht, ich habe euch verstanden, ja? Ist okay, ich weiß, es war nicht schlau. Ja, jetzt reicht's aber auch mal mit euch. Mann, oh, ist das scheiße. Ups. Durch das Ding durch. Habt ihr das gesehen? Es hat mich getötet durch das Ding durch. Mit am meisten, Mann. Fuck. Echt doch nicht. Was? Da hinten rum. Jaha, endlich. Ich habe dieses Level durch. Und damit beende ich diese Aufnahme, die noch 7 Minuten hat. Ich kann die Aufnahme nicht beenden. Sie hat noch 7 Minuten. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Schon wieder. Zurück zur Karte. Also Level 5. Ich hätte auch eigentlich noch ganz viele andere Sachen zeigen können. Aber ich kann ja schon mal gucken, was uns im Nachhinein erwartet. Okay. Ich sehe dich. War zwar nur Zufall, aber ich sehe dich. Ich denke mal, dass der Nebel uns da unten tötet. Gehe ich einfach mal so von aus. Oder vielleicht sehe ich dann einfach nichts. Das kann auch sein. Gut, sage ich einfach, ich sehe dann einfach nichts. Und ich werde getötet. Also hatte ich ja doch recht. Läuft. Aha. Ja, war das denn in der ersten Nähe auch schon so? Scheiß drauf, weiter. Zieh durch hier. Nein. Nein, diese kleinen abgefahrenen Mistviecher. Jetzt muss ich kurz warten, ich will nämlich hier jetzt nicht sterben. Ich bin so weit gekommen, ohne wirklich was gemacht zu haben. Bin ich voll stolz drauf. Ist es weg? Ja, gut.
dann kann ich da jetzt mal hoch. Nee, warte, Eis brauche ich schon. Krass! Und durch dieses Level bin ich einfach mal so durchgezogen. So, dass es jetzt auch mit der Zeit fast passt. Es sind immer noch 4 Minuten. Ich denke nicht, dass ich das nächste Level auch so einfach mal durchziehen kann. Also das war mit das einfachste Level. Oder ich hatte einfach mal mehr Glück als andere. So, als Verstand und so. Läuft. Hatte ich nicht mit gerechnet. Damit hatte ich gerechnet. Ah ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, wenn da grün ist, dann ist da grün. Ich weiß, die Logik dahinter ist sehr verwirrend für manche Menschen. Aber sie ist richtig. Ah, fuck. Dun, 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 dun. Heute ist... Keine Ahnung, wie das nicht weitergeht. Euer Glück, sonst hättet ihr mich weiter singen hören müssen. Guck, geschafft. Nicht, dass es mir noch viel bringt. Läuft. Was? Dein Viech. Oh, das war ein bisschen gefährlich. Komm ich doch nie wieder hoch. Ah, gut, ja. Dann fangen wir halt hier wieder an. Ja, also, wo war ich? Irgendwie kommt da immer so eine gehässige Lache. Was? War ich hier schon am Anfang eine? Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich, was ich machen muss. Bin ich nicht froh auf die Idee gekommen? Ups. Ja, schon okay. Alles okay, alles okay. Das war dumm. Ich weiß. Ich weiß, ich bin zu nah ran. Ich hab's mitbekommen. Ja, es hat mich getötet. Meine Mama. Allgemein zu mir. Ups. Vielleicht hätte ich nicht springen sollen. Nur vielleicht. Los, meine Karawane. Dun, 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 da kommt was wieder. Attacke, greift sie alle an. Wir gucken jetzt mal, wie weit das ist. Psst. Sind alle tot? Leben da noch welche?
Da leben ja noch. Wieso lebt das noch? Das verstehe ich jetzt nicht. Es sollte tot sein. Dürfte es nicht mehr hier sein. Ist es doch nicht. Guck, Speicherpunkt. Das heißt, ich bin mit dem Level immer noch nicht durch. Okay, das war dann genau falsch rum. Ich darf jetzt wieder... irgendwie kriege ich das jetzt da hinten hin. Vielleicht hätte ich da was Grünes machen sollen. Das klingt eigentlich relativ logisch. Echt? Im Let's Play? Ja? Weißt du, da habe ich hier ein Let's Play und Juliane, die hinter mir sitzt, ne? Weißt du, dieses kleine Mischisch, schreibt mir eine Nachricht. Ja, weil ich das nicht im Let's Play. Ja, warte doch, ich bin doch gleich durch. Jetzt habe ich meinen Wecker weggemacht. Wow, mein Timer. Gar nicht, ich bin schon lange durch. Okay, ich beende hier diese Aufnahme, obwohl ich die eigentlich noch zu Ende machen wollte, weil ich glaube, ich bin gleich am Ende. Ich mache das jetzt schnell. Echt mal. Zunächst ist sie zu gebrauchen, ne? Aber mitten in der Aufnahme zu nerven kann die. Ich denke, das ist das Ende. Ja, nein, ich will nochmal schnell hier das zu Ende machen. Also das Level, weil ich habe keine Lust, das Level nochmal zu machen. Echt gar keine Lust, das Level nochmal zu machen. Das ist auch das Ende. Das heißt, wenn das hier jetzt funktioniert. Nein, andere Richtung. Genau. Nein, wieso? Oh, das kriege ich sogar vielleicht noch. Gerettet. Nein, ich darf nicht so hochspringen. Ja. Das nenne ich King. Gut, da kann ich gut abschließen und dann ist alles gut und alles schön. Alles wunderbar. Perfekt. Gut, ich beende hiermit meine Aufnahme und wünsche euch ein schönes Leben. Nein, Quatsch, ich muss noch weitermachen, leider. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tüdelü und bye bye. Verdrückt.